Borealis. Unglaublich. Was? Unbelievable. Borealis gibt's wirklich? Was ist Borealis? Auch wenn sie viele für eine Legende gehalten haben. Unsere Kollegen bei Aperture Science arbeiteten an einem interessanten Projekt. Doch bei der Hatz zum Forschungsmittel müssen sie wohl gewisse Sicherheitsrisiken ignoriert haben. Ihre Forschungsstation soll einfach verschwunden sein. Einfach weg. Mit Mann und Maus. Selbst ein Teil des Trockendocks fehlt. Ups. Wenige haben geglaubt, die Borealis je wiederzusehen. Sie hätte nie mehr auftauchen dürfen. Aber jetzt, wo wir es haben, können wir es gegen die Combine einsetzen. Was? Das Ding sollte zerstört werden. Aber denk doch an den Gewinn für die Menschheit. Wir können dieses Potenzial nicht ungenutzt lassen. Was ist denn da Black Mesa gelernt? Wichtiges drinne, drauf? Solche Kräfte kann man nicht steuern. Nun ja, es gibt immer ein Risiko, Eli. Aber wir haben Koordinaten, Pläne, Frequenzen. Einfach genial von Dr. Mossman, alles in der Trägerwelle zu verstecken. Das bedeutet, dass sie noch am Leben ist. Aber wenn die Combine sie finden, reißen sie alles Wissen aus ihr heraus. Da bleibt nichts von ihr übrig. Aber wir können nicht sicher sein, dass... Das Risiko gehe ich nicht ein. Ich werde sie suchen. Eli, schlimmer als Judiths Gefangennahme wäre es, wenn du ihnen in die Hände fallen würdest. Sie kennt vielleicht die Einzelheiten der Borealis, aber du weißt alles über den Widerstand. Hör auf, Dr. Kleiner Dad. Gordon und ich können uns viel besser darum kümmern. Wir bringen sie zurück. Kleiner, wo sind sie? Wo bleibt die Dekodierung? Verdammt, der Code. Oh, er wieder. Ich bin gleich soweit. Warten Sie auf grünes Licht von den Combine? Das bekommen Sie von denen mal persönlich. Ja. Heil mich ja, Magnussen. Ich komme zurück, sobald ich fertig bin. Da stimmt was nicht. Nicht nochmal. Wie? Nicht nochmal? Das darf nicht nochmal passieren. Was? Kein zweites Black Mesa. Achso. Nee, es wäre ungünstig. Hast du recht mit. Rechne mit ungeahnten Konsequenzen. Was hast du gesagt? Dad! Okay, schon gut. Ich stütz dich. Komm, ruh dich aus. Danke, Alex. Mir geht's gleich wieder besser. Okay. Brauchst du irgendetwas? Ehrlich gesagt, Alex, könntest du mir eine Tasse Tee bringen? Oh, für mich auch, bitte. Im alten Aufenthaltsraum ist eine Heizplatte. Bin gleich zurück. Gordon, passt du kurz auf ihn auf? Na klar. Wir gehen nicht weg, Kleines. Danke dir. Wie geht's dir, alter Mann? Ungeahnte Konsequenzen. Ja, das hat sie gesagt. Diese Worte habe ich zuletzt in Black Mesa gehört. Du warst gerade in die Testkammer getreten. Ich kann mich dran erinnern. Ja. Flüsterte. Du weißt schon, wen ich meine. Unseren gemeinsamen Freund. Ich weiß, als er mit diesem Kristall ankam. Was für ein Kristall? G-Man hätte ihn angebracht? Hingebracht? Ich tat's nicht. An jenem Tag ging die Welt unter. Ja. Und jetzt benutzt er meine Kleinen. Legt ihr Worte in den Mund. Gott verdammt. Ich hätte es wissen müssen, dass er sie nur gerettet hat, um sie zu benutzen. Er hat sie ja noch nicht mal gerettet. Gordon, es gibt so vieles, was ich dir sagen muss. Gemeinsam können wir vielleicht endlich... Was? Was? Was denn? Oh! Hol uns noch einen Tee. Wie sonst alles in Ordnung? Oh, nichts, mein Schatz. Okay, kleine Planänderung. Was denn? Wir können erst starten, wenn diese Strider weg... Oh, Verzeihung, wenn ich die traute Runde hier störe. Oh, er wieder. Ich warte am besten draußen, bis sie fertig ist, ja, Schatz? Nun, Freeman, ich glaube, ich habe die perfekte Aufgabe für Sie. Wir waren uns hier aber nach. Hier noch am Unterhalten. Wir reden später, Gordon. Ich komme gleich nach. Okay. Ja gut, dann lasse ich euch beide alleine, ja? Ihr schafft das schon gut. Aber erst muss ich noch was sagen. Ich finde diese Anspielung auf Aperture Science ziemlich genial. Also auf Portal. So ein bisschen ineinander verworren vielleicht das Ganze. Vielleicht wird Portal 2 ja das Half-Life 3 sein. Hä? So ein bisschen. Oder die Geschichte, oder deswegen dauert Half-Life 2 Episode 3 so lange. Okay, was möchtest du denn von mir? Es sind Strider im Anmarsch. Ja, das habe ich mitgekriegt. Schon eine dieser Kreaturen könnte unsere Rakete abschießen. Okay.
Was habe ich jetzt wir zu tun? Wir können den Start erst wagen, wenn alle Strider weg sind. Sie haben gezeigt, was sie können und die Leute hier scheinen sie zu respektieren. Ich lege daher die Verteidigung von White Forest und meine geniale neue Waffe in ihre Hände. Wir nennen es das Magnussen-Gerät. Selbstverliebt, da ging's nicht, oder? Das war natürlich nicht meine Idee, aber die Mitarbeiter wollten es so. Ist klar, immer die Mitarbeiter. Nicht so müde da drinnen. Aktivieren Sie die Ausgabestation. Also, das Ganze funktioniert wie eine Art Haftbombe. Ist aber natürlich viel cleverer. Sie müssen einfach das Gerät am Panzer des Striders befestigen und dann darauf schießen. Ja, ich wusste nicht, hört sich super simpel an. Das Gerät starten sollte, aber Ihr Nullpunkt-Energiefeldmanipulator löst natürlich das Problem. Yay. Kommen Sie, üben Sie noch etwas, solange Zeit ist. Okay, also hier sieht man es auch schon. Nehmen. Dran schmeißen, bleibt stehen und soll dann mit der Pistole drauf feuern. Okay. Keine Sorge, Freeman. Dieser Strider wird kein Schaschlik mehr aus Ihren Freunden machen. Ist auch besser so. Nun, da draußen erhalten Sie alle notwendigen Magnussen-Geräte über Ausgabestationen wie diese. Zur Sicherheit der Basis sind diese Geräte deaktiviert. Okay. Sie explodieren wie diejenigen, die man im Feld findet. Kommen Sie. So ist gut. Werfen Sie es jetzt dem Strider an den Rumpf. Okay. Gut. Jetzt nehmen Sie eine Waffe und schießen Sie auf. So ist recht. Simple. Auf diese Distanz ist dann sehr einfach. Es ist natürlich schwieriger, wenn sich das Ziel bewegt und einen angreift. Anzunehmen, ja. Versuchen wir nun eine schwierigere Aufgabe. Uriah, schick das Ziel ans andere Ende der Gleise. Du bist also Uriah? Hast du dir den Namen freiwillig geben lassen, oder? Schon mein Beileid. Für den Namen? Also gut, Freeman. Versuchen Sie es jetzt. Okay, dann versuche ich es halt eben jetzt. Ja? Schafft. Ein Prachtstück, was? Oh, wie kann man so selbstverliebt sein? Sowas ist nur mir erlaubt. Na gut, das funktioniert ja. Das kriege ich hin. Na komm, dann wollen wir. Na, genug? Ja. Ihr Fahrzeug ist aufgetankt und bereit. Jedes Gebäude im Tal hat eine Ausgabestation. Ihnen steht also reichlich Sprengstoff zur Verfügung. Wunderbar. Also, ich muss wieder zu meiner Rakete, Freeman. Bitte verschwenden Sie nicht meine Geduld oder meine Magnussens. Oh, und Freeman, wenn Sie das schaffen, verzeihe ich Ihnen auch das Debakel von Black Mesa. Sie wissen schon, die Sache mit dem Mikrowellenessen. Okay, das erkläre ich mal ganz kurz. Ich hoffe, er sagt jetzt nichts. Nein, er sagt nichts. Gut. Sagst du noch was? Nein, gut. Also das Debakel mit dem Mikrowellenessen, für jeden, der Half-Life 1 nicht gespielt hat, beziehungsweise dieses Gimmick nicht gefunden hat. Ganz am Anfang von Half-Life 1 ist man ja erstmal nach Black Mesa reingefahren, hat eine ziemlich lange Intro-Sequenz gehabt. Und eben gerade wird das hier ganz schön düster, finde ich. Auf jeden Fall ist man dann losgelaufen und hat sich seinen Anzug gesucht. Und unterwegs ist man an einer Küche vorbeigekommen, wo in einer Mikrowelle Magnussens Essen drinne stand. Diese Magnussen-Mikrowelle, ja, vor allem die Mikrowelle, die konnte man aktivieren. Und dann hat man gesehen, wie dieses Essen warm wurde und dann explodiert ist. Und also er ist da irgendwie nicht so gut deswegen auf uns zu sprechen. Und ich kann es ihm eigentlich auch fast nicht verübeln. Aber das musste ich jetzt noch kurz damit reinschmeißen. Vielleicht werde ich das Gimmick sogar noch mit einfügen. Lasst euch überraschen, ob ich das irgendwie besorgt kriege, weil ich finde, das ist einfach nur so eine geniale Anspielung, wie das auch wieder alles zusammenhängt. Ich mag es. So. Gibt es sonst noch was für mich mitzunehmen? Nein, anscheinend nicht. Mein Wagen? Ich habe ein bisschen an deinem Auto gebastelt. Ah, danke. Hier hinten ist jetzt eine Ablage für Magnussens. Yay. Ich habe das Radar so eingestellt,